Hallo und herzlich willkommen wieder bei neulichimgarten.de/blog. Heute geht es um Gemüse. Das ist nicht ganz so populär, wird aber hoch gelobt, überall. Ich weiß nicht warum, ich konnte ihm noch nie was abgewinnen. Aber mir ist auch gefallen, da gibt es überhaupt keinen Film drüber, wie das in der Erde so aussieht. Und zwar um dieses Zeug hier. Da. Kann sich einer was drunter vorstellen? Das sieht nicht gerade aus wie Gemüse. Das ist eine Sonnenblume und zwar nennt sich das Topinambur. Da sind die Reste, die abgestorbenen Reste hinter mir. Und es gibt keinen Film darüber, wie sowas in der Erde aussieht, wie die Ernte davon aussieht. Und das machen wir heute mal. Es gibt nämlich kaum ein Gemüse, was so einfach anzubauen ist wie Topinambur. Das hat ja einen schlechten Ruf, das würde sich weit ausbreiten, habe ich nicht festgestellt. Die Knolle in die Erde, die Sorte, die ich zumindest habe hier, ich weiß nicht welche, kompakte Knollen, ziemlich nah beieinander. Also wer die nicht in der Lage ist, da raus ist, aus der Erde rauszuholen, weiß nicht, der hat mit dem Gärtner das falsche Hobby erwischt. Auf jeden Fall, davon gibt es heute irgendeinen Salat. Aber erstmal geht es nur um die Ernte. Die holen wir jetzt mal aus der Erde. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was noch im Garten übrig ist. Außer ein bisschen Feldsalat. Erstmal das Laub hier ein bisschen wegschaffen. So. Viel Mühe habe ich mir damit nicht mitgemacht. Rein in die Erde. Und das war's. Und jetzt gucken wir mal nach. Da haben wir schon die ersten. Tun wir sie mal auf Seite. Der scheint etwas besser zu sein hier. Da sieht man, wie die dran hängen. Jede Menge. Und jetzt gucken wir nochmal in der Erde nach, damit wir keine vergessen. Und selbst wenn die groß werden und man welche vergisst, hier waren übrigens Wühlmäuse dran, selbst wenn die groß werden und man vergisst eine, mein Gott, das sind Pflanzen, die kann man relativ leicht abhacken. Also die haben zu Unrecht meines Erachtens nach ihren schlechten Ruf. Her, völlig ausgehöhlt. Da sind noch mehr. Auch ausgehöhlt. Ja, je tiefer man gräbt, je mehr kommen zum Vorschein. Wir gucken uns die gleich mal genauer an, wie sowas aussieht. Ja, da ist keine Streuung. Nur an einer Stelle. Da, wo sie wachsen sollten. Mag ja Sorten geben, die da mehr streuen, aber diese hier nicht. Ups. Ich finde nur angefressene. Fast. So sieht das Ganze aus im Ganzen. Da hängen die hier so dran und man kann die sehr leicht abmachen. Das ist Topinambur. Aber wie gesagt, überall Mäuse dran. Also über die Ausbeute bei Topinambur kann man sich wahrlich nicht beklagen. Das ist eine Pflanze und wenn da nicht die Hälfte von abgefressen gewesen wäre, bestimmt zwei, eher mehr Kilo. Dann sammeln wir die mal ein und dann gehen wir die mal waschen. Ein bisschen Wasser. Also sauber sehen die schon ganz anders aus. Und es wird langsam Zeit, die zu ernten und zu verbrauchen, weil wenn es jetzt wärmer wird, fangen die wieder an auszutreiben. Obwohl, ich habe irgendwo gelesen, man könnte auch aus den Sprossen davon was. Man könnte doch die Sprossen essen. Habe ich aber noch nicht versucht. So, ziemlich schrumpelig das Ding, was. Aber es gibt auch glattere. So wird es schon eher, was man gebrauchen kann. Oder sowas hier. Das war mal eine. Ich meine, das kann sich doch sehen lassen für eine Pflanze hier. Unproblematischer geht es wirklich nicht. Rein in die Erde, nicht drum kümmern. Und das war's. Ich habe sogar im letzten Jahr einen Teil davon auf dem Kompost entsorgt. Da ist mir eine vor den Kompost gefallen, platt getreten. Das hat genauso eine Ernte gebracht, einfach irgendwo hingefallen.
Also einfacher geht's wirklich nicht. Ich meine, die Zubereitung von diesen Knöllchen ist natürlich eine andere Sache. Ich habe schon diverses versucht, aus Büchern. Ich mag das ja auch noch essen, aber den Kindern ist das nicht unterzujubeln. Also die nehmen ein Bissen davon und dann war's das. Ist mir nicht ganz klar, warum das so hoch gelobt wird, aber das mag auch an meinen mangelnden Kochkünsten liegen. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe es ja nicht auf. Im nächsten Film schauen wir uns mal an, was man daraus machen kann. Ja, ich bin kein großer Koch, aber irgendwas werde ich schon daraus machen. Und dann werde ich versuchen, möglichst das zu benutzen, was wir noch so übrig haben, ob da irgendwas draus zu machen ist. Gut, soweit zu Topinambur, die Ernte. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RH Hase. Da ist der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen, jede Menge interessanter Sachen, Enten, Bienen, Hühner, Selbstversorgung, alles Mögliche, was das Leben interessanter macht. Und da sind noch Filme von mir mit anderen Exoten. Also lohnt sich, abonnieren und unten den Like-Me-Button drücken. So, bis dann. Tschüss.